Hallo meine Lieben, ja, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Vlog von mir und ich habe auch ein paar Sachen zu berichten. Also einerseits, was natürlich jetzt die Woche passiert ist und dann halt das, was nächste Woche passieren wird, werde ich ein paar Worte darüber verlieren, nämlich über die Wahl hier in Baden-Württemberg. Ja, angefangen diese Woche war, ja, ich war mal wieder beim Arzt, wie in letzter Zeit so häufig. Es nervt langsam, aber ich hoffe, das wird jetzt langsam, wie gesagt, besser, hatte ich schon letztes Mal gemeint. Und ja, jedenfalls war ich halt beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und hatte da ja mitbekommen, dass ich wohl doch eine ganz leichte Schlafapnoe habe, dass ich ab und zu mal wohl nachts auch leichte Atemaussätze habe, aber wohl noch in so einem Rahmen, wo man da wohl jetzt noch nicht unbedingt was machen muss. Ja, er hat mir da irgendwie einen Ratschlag gegeben, ich soll mir irgendwie so einen Rucksack besorgen und da irgendwie einen Ball reintun und den nachts tragen, damit ich mich nachts nicht umdrehen kann. Also, ja, kann man sicherlich machen, aber das ist jetzt nichts, wo ich denke, das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Ja, dann war ich natürlich wollte ich noch dazu sagen, er hat mir da noch eine Krankengymnastik verschrieben, weil er hat gemeint, das, was ich da immer so spüre hier am Hals, diesen Druck und auch dieses, das bis ins Ohr hochzieht dann manchmal, das sei wohl eine Verspannung hier von den Halsmuskeln. Und wir versuchen es halt jetzt mal mit der Krankengymnastik. Gell. Hat mir auch geraten hier, dass ich das die Seite da mal mit Voltaren eincreme und habe jetzt auch ein paar Mal gemacht und es scheint auch tatsächlich ein bisschen besser zu werden. Ich merke zwar immer noch ein bisschen was, aber es ist nicht mehr so schlimm wie also sonst. Ja, also es wird wohl doch langsam besser. Nächster Termin, Hals-Nasen-Ohrenarzt, ist dann erst in einem halben Jahr. Ja, dann hat mich am Mittwoch noch eine Krankheit erwischt, mal wieder. Und zwar eine altbekannte Krankheit, nämlich Blasenentzündung. Ja, möchte jetzt nicht drüber groß verlieren. Es war jetzt nicht ganz so schlimm, aber es war halt doch, ja, ich habe da immer Angst davor, dass da irgendwas, dass ich das dann, sie hat es ja schon mal ganz schlimm. Und da habe ich immer richtig Bammel davor, dass sich das halt, schlimmer wird und ich das dann halt, egal. Jedenfalls habe ich das dann auch ganz gut überstanden. Und ja, dann war eigentlich die Woche schon wieder fast rum. Gell. Jetzt haben wir halt Sonntag, Wochenende und ja, gestern war ich dann noch auf einer kleinen Beerdigung von der Schwiegermutter meiner Nichte. Die ist vor 2 Wochen gestorben. Ja, auch kein schönes Ereignis. Ja, so ist das Leben halt manchmal. Und ja, aber ansonsten bin ich jetzt erstmal froh, dass heute Sonntag ist, dass heute auch endlich mal die Sonne scheint. Gell? Ich wollte eigentlich euch an den See mitnehmen vorhin. Ich war gerade am See, bin ein bisschen spazieren gegangen. Ist jetzt gerade kurz vor 12, also kurz vor Mittagszeit. Aber da ist es so windig und so frisch. Also der Wind ist wirklich, obwohl es 4 Grad hat oder 3 oder 4 Grad so etwas, ist es mir dann doch ein bisschen zu windig, gerade im Anbetracht meiner frisch kurierten Blasenentzündung möchte ich da nichts riskieren. Ich habe also jetzt bloß mal schnell Geld geholt und da ist eine Bank und bin dann auch gleich wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, ja, jetzt mache ich das halt hier wieder zu Hause, diesmal im Schlafzimmer. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ja, genau, wie angekündigt, möchte ich noch was über die Wahl nächste Woche sagen. Gell? Nächste Woche ist ja, ich lebe ja in Baden-Württemberg, nächste Woche ist Wahl hier in Baden-Württemberg und zwar Landtagswahl. Es wird also die neue Regierung bzw. das neue Parlament, Landtagsparlament gewählt, dementsprechend auch dann neuer Ministerpräsident. Und ja, ich hoffe natürlich, dass der jetzige Ministerpräsident bestätigt wird in seinem Amt. Dementsprechend habe ich auch gewählt, also ich habe schon gewählt, ich habe per Briefwahl gewählt. Den Wahlbrief habe ich gestern eingeschmissen und also von daher kann nichts mehr schief gehen. Ich kann es auch nicht vergessen oder sonst irgendwas. Habe also dementsprechend mein Kreuz gemacht. So, Entschuldigung, ich schwitze ein bisschen. Ja, jedenfalls habe ich schon mein Kreuzchen gemacht. Und ich hoffe, wie gesagt, warum ich ganz gut finde, einerseits, ja, das ist jetzt eine Regierung, habe ich ja letztes Jahr, vorletztes Jahr mitbekommen, ist wirklich eine Regierung, die sich halt auch dafür einsetzt, ihre Wahlversprechen einzuhalten. Eines der ihrer Wahlversprechen war zum Beispiel, sich für Chancengleichheit und gegen Diskriminierung von LSBTTIQ-Menschen einzusetzen und das haben sie auch gemacht. Sie haben ja zum Beispiel diese Beteiligungsworkshops gemacht. Das waren 4 Stück an der Zahl, wo ich bei 3 mit dabei war. Und dort wurden im Prinzip Vorschläge erarbeitet, was denn getan werden könnte, um
gleiche Rechte für LSBTTIQ-Menschen. Also wer nicht weiß, was LSBTTIQ bedeutet, das sind lesbisch, bisexuelle, intersexuelle, transgender, transsexuelle und queere Menschen. Ich weiß, es ist ein sehr sperriges Wort und es sind sicherlich nicht alle Gruppen vertreten, die da sich vielleicht auch noch irgendwo in dieses Queer auch noch mit wiederfinden könnten. Also, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls hat die Regierung sich wirklich dafür eingesetzt, hat diese Beteiligungsworkshops gemacht, hat dann daraus einen Handlungskatalog erarbeitet aus diesen Vorschlägen, die auf diesen Workshops erarbeitet wurden, und zwar auf verschiedenen Handlungsfeldern. Also auf Schule, daraus resultiert ein neuer Bildungsplan, worauf es von den ultrakonservativen Kräften riesige Aufschrei gibt, hier Sexualisierung von Kindern oder sonst irgendwas. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht halt um Akzeptanz und gleiche Rechte von Menschen, die ein wenig von der Mehrheit der Bevölkerung abweichen. So, es geht hier nicht um Sexualerziehung oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, eine tolerante Gesellschaft zu formen, eine Gesellschaft, die offen ist für Menschen, die, sagen wir so, ein bisschen einen individuelleren, ich möchte nicht sagen individuelleren Weg wählen, sondern einfach, die einfach ein bisschen von der Norm abweichen, gell? Und das sollte eigentlich in der heutigen Zeit selbstverständlich sein, dass das so ist, aber anscheinend haben da manche riesige Probleme mit. Gell? Wenn alles ein bisschen anders ist, dann wird sofort hier tschick, abgeschnitten, was weiß ich. Gell? Das ist so typisch Spießbürgertum, denke ich mal. Und das ist einfach jetzt eine Regierung, wo ich denke, ja, die hat was dafür getan, und deswegen möchte ich auch, dass sie weitermacht und dass sie halt auch ihren Kurs da weiterfahren kann die nächsten 5 Jahre. Und auch aus verschiedenen anderen Gründen möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, denn einerseits ist sie da durchaus modern. Andererseits, was Sachen Netzpolitik angeht, könnte sie moderner sein. Da gibt es durchaus noch Nachholbedarf. Andererseits ist sie aber durchaus auch sehr pragmatisch. Das liegt sicherlich auch an dem Ministerpräsidenten, den ich sehr, sehr sympathisch finde, der auch, sehr pragmatisch handelt, unabhängig davon, was jetzt irgendwie Parteivorgaben oder sonst irgendwas sind. Er ist in erster Linie erstmal Landesvater und steht für seine Bevölkerung ein. Und das finde ich sehr gut, und deswegen möchte ich auch, dass er wieder die nächsten 5 Jahre sozusagen das Amt begleiten kann und Baden-Württemberg regiert. Alle, die in Baden-Württemberg leben, würde ich mich freuen, wenn ihr auch zur Wahl geht und entsprechend die Kräfte wählt, die sagen wir so, in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sind, die auch für Toleranz stehen, die für gleiche Rechte von Minderheiten stehen, die gegen Diskriminierung arbeiten und für eine offene, lebensbejahende Gesellschaft. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr in Baden-Württemberg lebt oder in Rheinland-Pfalz, ist auch eine Wahl, glaube ich, sind auch noch andere, also jedenfalls in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, glaube ich, wenn ihr dementsprechend zur Wahl gehen würdet und dementsprechend euer Kreuz machen würdet, wenn ihr wählen dürft. Okay? Also, das war es jetzt erstmal von mir. Mein Vlog ist noch ein bisschen länger geworden, wie erwartet. Okay? Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Ach ja, und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr könnt, mir was in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat, beziehungsweise was ihr kritisieren könnt oder wollt oder was ich besser machen könnte oder was ihr zur Wahl meint. Genau. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert meinen Kanal. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, schöne Woche, wann immer das ihr seht oder hört. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.